Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute, beziehungsweise für euch gestern, ist Schlachthof von Zier und Tränen aus Blutglyphe erschienen. Gestern kam ein Update, wo ein neues Endgame mit reinkam. Das Ganze für Season 2. Das Ganze läuft auch nur 6 Wochen, danach ist das gone. Das heißt, wir können jetzt einmal reinschnuppern, wie das so ist. Und Leute, ich weiß nicht wieso, aber ich war seit Release von Diablo 4 nicht mehr so gehypt. Nicht, weil es irgendwie richtig krasser mega neuer Content ist, sondern es hat sich einfach angefühlt wie Weltstufe 5 Release, weil ihr müsst euch vorstellen, ihr hättet Nightmare Dungeon 100 und dann darüber hinaus und es hat so Bock gemacht. Die ersten 3, 4, 5, 6, 7 Siegel haben so viel Spaß gemacht und jetzt einmal alle meine Erkenntnisse von gestern. Ich werde auch immer mal wieder hier ein paar Einblendungen reinmachen, damit ihr da ein bisschen Gefühl für habt. Also, als allererstes, ihr müsst natürlich die Saisonreise durchgespielt haben, das kennt ihr alles, ihr müsst die Season Quest durchgespielt haben. Und dann kriegt ihr eine neue Mission beim Okkultisten und der gibt euch dann die Möglichkeit, blutgeschmiedete Siegel herzustellen. Am Anfang Siegel 1, das müsst ihr dann herstellen für 800 Siegelpulver. Da oben ist eine Mission, die hole ich mir ab. Also für alle, die jetzt ein bisschen gespoilert werden, tut mir leid. Wahrscheinlich, weil es mal ein härterer Endcontent ist. Meinst du, deswegen freue ich mich so? Ach, guck mal, ich kann jetzt hier einfach direkt Blut geschmiedet. 25 Stück kann ich machen. 800 kosten die. Das mache ich jetzt auch einmal. Und wenn ihr das beendet habt, dann kriegt ihr ein Rezept für Stufe 2. Erster Hof, so easy. Dann kommt der zweite Lur am Verzweifeln. Ja, ich bin gespannt. Wir machen jetzt das zweite Rezept. Muss ich das so? Und so geht das immer weiter, bis ihr bei 25 seid. Und Stufe 1 war gar kein Problem. Hat sich sogar leichter angefühlt als ein 100er Nightmare Dungeon tatsächlich. Stufe 2, 3, 4, alles kein Problem. Ab 5 ging schon so langsam los, dass ich gedacht habe, okay, hier wird es langsam ein bisschen schwieriger. Und ab 6 wurde es dann richtig schwierig. 6, 7 gerade noch so geschafft. Bei 8 bin ich dreimal gestorben, bis ich es dann endlich geschafft habe. Und 9 habe ich gar nicht mehr versucht. Also das ist wirklich schwierig. Weil ich dazu sagen muss, es gibt einen kleinen Bug. Falls ihr euch wundert, die Glyphen wurden hier zurückgesetzt auf Level 19. Ist aber ein Bug, das wird wieder zurückgestuft. Ich habe hier 2, 3 schon wieder hoch gemacht auf 21, weil ich dachte, das soll so sein. Ist aber nur ein Bug. Das wird wieder zurückgemacht. Und die Glyphe, die ich neu dazu bekommen habe, ist jetzt gerade Stufe 3. Und ich sage ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemand schafft, die Glyphe auf Level 200 zu kriegen in den 6 Wochen. Erstmal ist es bockschwer, ab Stufe 10 ungefähr überhaupt die Siegel zu schaffen vom Schlachthof. Und dann gibt es einfach zu wenig Glyphenerfahrung und die Glyphe kostet zu viel Erfahrung. Ich habe jetzt, ihr müsst überlegen, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 abgeschlossen und einmal 7 nochmal zusätzlich. Und die Stufe ist gerade mal Stufe 3. Also ich habe 9 Mal ein Siegel vom Schlachthof gemacht. Okay, zugegeben, ich habe einmal benutzt, um die auf 21 zu bringen. Sagen wir 8 Mal und die ist gerade auf Stufe 3. Also selbst, ich kann mir nicht vorstellen, selbst wenn man nur 25er ballert, dauert das so lange, bis die auf Stufe 200 ist. Stufe 1 hat gekostet 2000, Stufe 2 hat gekostet 4600 Erfahrung und Stufe 3 hat kostet. Stufe 4 kostet gerade 7.700. Und so geht das halt immer weiter und wird alles immer viel teurer. Und zum Vergleich, Siegel 1 bis 9 kann ich euch sagen, was ihr da bekommt. Siegel 1.000, dann 1.100, dann 1.300, dann 1.500, dann 1.800, dann 2.100, dann 2.5, dann 2.8. Irgendwie so. Ich glaube, 8 hat 2.800 gegeben. Also relativ kleiner Anstieg zu dem, was eigentlich die Glyphe braucht. Also extrem krass. Ich würde das Siegel hier einmal eben starten, dann gehen wir das Siegel einmal zusammen durch. Ist nämlich wirklich relativ easy. Ihr geht in das Siegel rein und kommt in ein random Dungeon. Das kann jeder Dungeon auf der Map sein, so wie ich das verstanden habe oder gesehen habe bisher. Und dort müsst ihr einfach irgendwelche Gegner killen. Egal ob Elite, egal ob normale Gegner. Und ganz am Ende, wenn ihr die Leiste oben voll habt, kommen die drei Blattsieger. Bisher waren es immer drei. Ich weiß nicht, ob in höheren Stufen da noch mehr kommen. Ich habe, wie gesagt, nur bis Stufe 9 das Ganze gespielt. Und wenn ihr hier seht, Stufe 1 geht echt gut klar. Ich kill alles relativ schnell, relativ zügig. Als Vergleich kann ich mal gerade einblenden, wie es auf Stufe 8 war. Noch 8 Teilungen. Einer dote.
Die Bosse sind gar nicht so das Problem, merke ich. Also Bosse gehen echt gut klar. Die können nichts. Schlimmer ist wirklich der Dungeon dahin. Das war's. Wie viel gibt der? Stufe 8. 2,9. Also wirklich kein Vergleich. Man sieht ja auch schon hier auf Stufe 1 nach einer Minute schon fast ein Drittel geschafft. Das ist auf Stufe 8 gar nicht mehr vorstellbar. Jeder Elite hat so viel Leben wie im Weltenboss so gefühlt. Was ich bisher noch gar nicht versucht habe, war Multiplayer. Das wäre ja auch nochmal spannend zu sehen, dass die Gegner einfach doppeltes Leben haben. Ach, falls ihr euch wundert, wieso ich hier keine Schadenzahlen anhab, das liegt daran, damit ich sehe, wo genau bei diesen Schilddudes der Typ mit dem Fall nach oben ist. Weil wenn ihr überall 1000 Millionen Zahlen auf dem Bildschirm habt, dann sehe ich nichts. Deswegen musste ich die Schadenzahlen ausmachen. Vielleicht auch ein kleiner Tipp an euch. Macht die Schadenzahlen im Gameplay aus. Dann macht ihr es euch auf jeden Fall deutlich einfacher, finde ich. Wenn überall die Schadenzahlen rumfliegen. Ich habe teilweise nichts mehr gesehen. Ich habe nicht gesehen, wo die Gegner sind. Ich habe nicht gesehen, wo die Schilddudes sind. Also das hat mir schon extrem geholfen. So, jetzt kommen am Ende diese drei Blattsieger. Die sind auf Stufe 1 auch easy. Und wenn ihr die geschafft habt, dann kommt wie gewohnt die Kuppel. Und unter der Kuppel gibt es hier 1000 Erfahrungen. Und ihr seht, ne, wie ich gerade gesagt habe, Stufe 4 kostet 7700 Erfahrungen. Das ist wirklich eine Menge. Und als Fazit kann ich sagen, es macht wirklich extrem Spaß. Hat mir richtig Bock gemacht. Ich werde da die nächsten Tage voll reingrinden, weil es so ein geiler Content ist. Und eine Kleinigkeit will ich noch dazu sagen. Natürlich kam auch noch die Verzauberung beim Okkultisten rein. Das habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Das will ich mir gerade anschauen, wie das aussieht. Wenn ich hier was verzaubere, wie sieht das aus? Mögliche Affixe. Aha, da kann man dann drauf gehen, dann sieht man, welche Affixe man bekommen kann. Okay, ist ja spannend. Ne, als kleiner Info an euch, das ist auch mit neu dazu reingekommen. Ja, schreibt mir gerne eure Meinung unten in den Kommentaren zum Schlachthof. Würde mich sehr interessieren. Ich würde mich sehr über ein Follow freuen, über ein Like freuen, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.